Ohne Filme kein Kino. Aber was wären die Kinos ohne ihre engagierten und großartigen MitarbeiterInnen? Mehr als 25.000 Menschen sind bundesweit in den Kinos beschäftigt. Im Service, in der Personalführung, im Controlling, in der Disposition, im Eventmanagement, im Marketing und in der Theaterleitung. Doch wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Traumjob Kino, Nachwuchsperspektiven im Kinobereich ist das Thema des ersten Panels heute. Und wenn Sie dazu eine Frage haben, dann stellen Sie sie während des Panels wieder gerne, indem Sie auf den Fragezeichen-Button, den kleinen blauen, rechts im Bild klicken und Ihre Frage dort eingeben. Los geht's mit Traumjob Kino. Es moderiert die Vorstandsvorsitzende des HDF Kino, Christine Berg. Auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen zu unserem allerersten Panel Traumjob Kino, Nachwuchsperspektiven im Kinobereich. Seien wir doch mal ganz ehrlich, man fragt sich schon, warum eigentlich das Thema? Gibt es nicht eigentlich schon ganz viele Möglichkeiten? Eine zum Beispiel ist die Weiterbildung von RMC, die super funktioniert. Reicht das nicht? Ich sage Ihnen ehrlich, für mich ist es eine Herzensangelegenheit, heute dieses Panel moderieren zu dürfen und vor allen Dingen so viele tolle Panelisten dabei zu haben. Die möchte ich Ihnen auch als allererstes einmal kurz vorstellen. Und zwar, da haben wir als allererstes Bettina Reitz. Hallo München. Bettina Reitz, Präsidentin. Hallo, guten Morgen. Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden und Ihnen sagen, was sie schon alles gemacht hat. Also ich glaube, eine echte Expertin, die uns helfen wird. Du brauchst nicht abwinken, das habe ich gesehen, auch beim Runtergucken. Dann habe ich eine Kinobetreiberin, Julia Eppler aus Backnern in Baden-Württemberg. Hallo, Nachwuchs, Traditionshaus. Sie wird uns sicherlich nachher noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Vincent Bresser, da bin ich sehr gespannt, vom WOKI in Bonn, hallo Nordrhein-Westfalen. Bin auch sehr gespannt, wie du denn da reingekommen bist in diese tolle Branche. Und last but not least, was mich wirklich sehr freut, Björn Böning, wirklich uns schon seit vielen, vielen Jahren als großer Filmliebhaber bekannt und immer eine große Stütze, Björn, das muss ich auch an dieser Stelle mal sagen. Und jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Mit euch allen darf ich gleich diskutieren über dieses, genau, Hallo Berlin. Darf ich dieses Thema diskutieren? Weil ich habe mal ein bisschen gegoogelt und mal geguckt, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es eigentlich, wenn man mal so bei Google schaut und man findet nichts. Man sieht die Weiterbildung, aber Ausbildung habe ich nicht gefunden. Wie ist eigentlich das Bild von dem Traumjob Kinobetreiber oder überhaupt Kino? Das wollen wir uns heute mal anschauen, weil wir haben noch jemanden eingeladen, eine tolle Keynote, die mich vor gut einem Jahr wirklich aufgerüttelt hat. Und zwar von den Studenten in Hamburg, die sich mit dem Traumjob Kino mal beschäftigt haben und mit dem Bild und ob überhaupt die Jugend Lust hat, im Kino zu arbeiten. Ich sage es Ihnen ehrlich, ich bin dahinter herausgegangen und habe gesagt, das ist absolut ein Thema. Wir müssen uns darum kümmern, weil Nachwuchs ist unsere Zukunft. Und deshalb heiße ich jetzt herzlich willkommen Johanna von Estorf, eine Studentin von der Makromedia Hochschule in Hamburg. Und sie wird uns Erstaunliches präsentieren. Das kann ich Ihnen jetzt versprechen. Hallo, hallo Hamburg. Hallo, vielen Dank. Ja, mein Name ist Johanna von Estorf und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Wie gesagt, die ist noch zu Studienzeiten entstanden, tatsächlich schon 2019, also noch vor der Pandemie. Daher muss ich leider auch sagen, dass sie ganz aktuelle Aspekte nicht beinhaltet, weil mittlerweile bin ich auch schon aus der Uni raus, habe meinen Bachelor und arbeite jetzt als Online-Marketing-Managerin. Ja,
Die Präsentation war ursprünglich viel länger, ich glaube 45 Minuten lang, und ich musste sie jetzt auf das Wesentliche komprimieren, was gar nicht so einfach war, weil das schon ein sehr umfangreiches Thema ist. Aber ich habe mich jetzt auf die folgenden Themen reduziert. Einmal das Image der Kinobranche, die Bewerbersicht, Weiterbildungsmöglichkeiten, der Bewerbungsprozess, Digitalisierung. Und der Punkt Streaming ist rausgefallen, muss ich dazu vielleicht kurz sagen. Und dann würde ich auch direkt anfangen mit dem Image der Kinobranche. Dazu haben wir einen ehemaligen Manager der Kinobranche befragt und er gab uns folgendes Bild. Das Image der Kinos hat sich drastisch geändert. In den 80er und 90er Jahren hat man zu den Leuten, die im Kino gearbeitet haben, aufgesehen und sie um ihren spannenden Job beneidet. Heute verbindet man einen Job im Kino, das Auffegen von Karten und das Abreißen von Karten und Auffegen von heruntergefallenem Popcorn. Anschließend haben wir auch verschiedene Online-Umfragen durchgeführt und kamen dabei bis zu 123 Teilnehmern. Auch hier entstand leider ein ähnliches Bild. Unter anderem, das Kino geht nicht mit der Zeit, die Bezahlung ist schlecht, im Kino kann man keine Karriere machen. Wie langweilig, immer nur Popcorn zu verteilen. Wieso sollte ich noch ins Kino gehen, wenn ich Netflix habe? Ich habe noch nie eine Stellenanzeige fürs Kino gesehen. Im Folgenden möchte ich auf einzelne dieser Aspekte näher eingehen und fange an mit dem Arbeiten im Kino. Wir haben die Befragten gefragt, ob sie sich tendenziell überhaupt vorstellen könnten, im Kino zu arbeiten. Wobei wir auf eine erschreckende Zahl von fast 70% gekommen sind, die es sich nicht vorstellen können. Als wir fragten, warum denn nicht, gaben viele an, kein Interesse an den Tätigkeiten zu haben. Daraufhin haben wir die Befragten gefragt, wo sie denn bereits Erfahrungen gesammelt haben. Viele antworteten im Service oder auch im Einzelhandel. Ja, daraufhin haben wir uns mal gefragt, was unterscheidet jetzt die Arbeit im Service zu der Arbeit im Kino? Und ziemlich schnell wurde uns dabei klar, dass es im Prinzip gar nicht mal so unterschiedlich ist. In beiden Bereichen vereinbart man Reservierungen, hat teilweise auch reinigende Tätigkeiten, empfängt und betreut Gäste, berät diese in Bezug auf Speisen und Getränke, kassiert ab und vieles mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sind solche Tätigkeiten in Cafés oder Restaurants für sehr, sehr viele, gerade auch Studenten oder Schüler, sehr spannend? Aber die Arbeit im Kino nicht. Vor allem, weil das Kino einem ja eigentlich auch super coole Benefits bieten kann, wie beispielsweise eine Kino-Flatrate oder auch Popcorn. Genau, und deswegen, um einfach nochmal tiefer in die Thematik einzutauchen, haben wir die Befragten direkt nach ihrer Kritik an der Branche befragt. Da kamen Aussagen wie schlechte Karrierechancen, uninteressante Arbeitsabläufe, Mädchen für alles. Unqualifizierter Beruf, schlechtes Ansehen, keine dauerhafte Arbeitsstelle. Um dann aber nochmal das Bild zu vervollständigen, haben wir auch gefragt, was Ihnen denn wichtig sei in Ihrem Job. Viele antworteten mit gute, faire Bezahlung, interessante Tätigkeiten, gutes Mitarbeiterverhältnis und Lern- und Aufstiegschancen. Und an dieser Stelle würde ich gerne einmal ein Zwischenfazit ziehen. Und zwar haben wir einfach gemerkt, das Image der Tätigkeiten im Kino ist das Problem. Und da wäre es Aufgabe des Marketings, dagegen anzuarbeiten, das Image aufzuwerten und eine gute Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Ein weiterer Punkt ist, dass sich viele Bewerber, gerade auch Studenten, total dafür interessieren, Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten zu bekommen. Strukturierte Bildungswege, Fortbildungsmöglichkeiten, aber auch eine Zukunftsperspektive. Einige sagten aber natürlich auch, dass sie sich bessere Konditionen wünschen, wie beispielsweise Nachtzuschläge oder Provisionen. Und viele sagten, dass sie mit Kino Gelegenheitsjobs verbinden. Und Gelegenheitsjobs werden assoziiert mit Kurzfristigkeit, Perspektivlosigkeit und Anspruchslosigkeit. Auf den Punkt Weiterbildungsmöglichkeiten möchte ich jetzt noch näher eingehen. Viele Befragte gaben an, dass sie sich einfach Aufstiegsmöglichkeiten wünschen würden, insofern, dass sie
ein breiteres Tätigkeitsfeld haben möchten. Nicht nur Popcorn auffegen, sondern vielleicht auch im Projektmanagement, Eventmanagement. Das sind immer beliebte Begriffe bei den Bewerbern. Viele gaben aber auch an, dass relevante Zertifikate für das spätere Berufsleben immer wichtiger werden. Umso mehr man vorweisen kann, umso bessere Chancen hat man später auf dem Berufsmarkt. Und das ist einfach ein ganz, ganz präsentes Thema, gerade bei jungen Leuten. Eine Möglichkeit, die wir dabei kennengelernt haben, ist das Kinoabitur. Ein Online-Tool, über das Personal geschult wird, Prüfungen abschließen kann und somit auch Zertifikate bekommen kann. Das ist meiner Meinung nach schon ein sehr guter Ansatz. Und ich glaube, das ist auch definitiv ausbaufähig und ein Teil der Lösung. Einen anderen Teil der Lösung haben meine Kommilitonen ausgearbeitet, nämlich den Punkt Ausbildungen. Hier haben diese einen Four-Steps-Plan entwickelt, der Kommunikation, eine Akademie, ein duales Studium und auch Innovationen beinhaltet. Aus zeittechnischen Gründen werde ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Aspekt eingehen, gerade auch, weil ich denke, dass der erste Punkt der wichtigste ist. Weil wenn die Basis stimmt, dann kann man viel leichter mit anderen Möglichkeiten aufbauen, wie beispielsweise die Implementierung einer Akademie oder ein duales Studium. Aber die Kommunikation ist meiner Ansicht nach ein ganz wesentlicher Punkt. Dazu kommen wir auch wieder zu dem Thema Aufgabenbereiche im Kino. Wenn Bewerber die Chance haben, irgendwie ins Projektmanagement, ins Eventmanagement einzusteigen oder das wenigstens auf dem Lebenslauf stehen haben, geben sich viele schon zufriedener, als wenn sie nur Servicetätigkeiten oder Gastro in ihrem Lebenslauf stehen haben. Also eine, wenn man den Tätigkeitsbereich auszuweiten, ist schon ein erster Schritt, aber viele wünschten sich auch anglistische Betitelungen des Berufs. Beispielsweise statt Verkäuferin Sales Assistant oder statt Garderobenpersonal Customer Advisor. Aber um überhaupt einen Job im Kino in Betracht zu ziehen, muss man natürlich auch Stellenanzeigen sehen. Und daher haben wir die Befragten einmal gefragt, ob sie denn schon einmal eine Stellenausschreibung für das Kino wahrgenommen haben. Und einer erschreckenden Zahl von fast 80% gab die Mehrheit ein, dass sie dies nämlich noch nicht getan hat. Und daher haben auch wir uns auf die Suche gemacht nach Stellenausschreibungen für das Kino und haben uns da auch schwer getan. Grund dafür ist, dass die meisten Kinobetreiber ihre Stellenanzeigen entweder auf ihren eigenen Webseiten veröffentlichen oder eben im Kino, was heutzutage leider nicht mehr ausreicht. Man darf nicht davon ausgehen, dass sich die Bewerber wirklich darum kümmern, ja, mal gucken, gibt es im Kino vielleicht einen Job, das wäre doch cool, sondern meistens die meisten jungen Leute sind auf den sozialen Medien aktiv und bekommen da schon viele Werbeanzeigen für potenzielle Stellenanzeigen oder auch auf Portalen wie Xing und LinkedIn sind viele Headhunter unterwegs, wo einiges reinkommt. Leider muss ich dazu auch sagen, dass die Stellenanzeigen, die wir gefunden haben, nicht ganz gut waren. Es fängt an bei der ersten Stellenausschreibung, die ich hier einmal reinkopiert habe, mit einem Fließtext, den sich heutzutage einige einfach nicht mehr durchlesen. Auch darüber sieht man, es fängt an mit Kleinschreibung, nicht mit Großschreibung. Bei der nächsten Stellenausschreibung sind wirklich gravierende Formatierungsfehler. Und bei der letzten leider auch Grammatikfehler, Satzstellung. Das ist ja leider gar nicht ansprechend für junge Leute. Und auch, dass die Anforderungen an den Bewerber überwiegen und nicht die Vorteile, die man eventuell haben könnte. Und daher haben wir einmal eine Soll-Version aufgestellt, die mit einer Catching-Phrase beginnt. Entertainment ist genau dein Ding, dann sichere dir deine Kino-Flatrate, um direkt irgendwie zu zeigen, hey, wir geben dir auch was dafür. Den weiteren Teil haben wir so kurz und präzise wie möglich zusammengefasst, damit es übersichtlich ist. Und einen besonderen Fokus haben wir auf die Vorteile gesetzt, damit der Bewerber weiß, okay, es kann echt cool sein, im Kino zu arbeiten, da habe ich die und die Vorteile. Eine andere gute Möglichkeit,
für Stellen zu, die Stellenausschreibungen zu bewerben, ist Social Media Management. Wie ich eben schon gesagt habe, hier haben wir einmal zwei Beispiele einfach ganz einfach skizziert, wie es sein könnte. Und das Gute daran ist, dass man zum einen die Zielgruppe genau da anspricht, wo sie sich bewegt, und zum anderen aber auch, dass es schon mit relativ leichten Mitteln möglich ist. Wie wir das da skizziert haben, das kann man zur Not auch irgendwie kurz mit Photoshop, wenn nicht sogar auch mit PowerPoint skizzieren, ausschneiden, auf den sozialen Medien posten. Da es eh nur Handyformat ist, ist eine hohe Auflösung auch gar nicht so wichtig. Und da man das Targeting, also die Zielgruppe, ganz genau einstellen kann, ist es auch gar nicht mal so teuer. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, beziehungsweise zu dem letzten, Digitalisierung. Ich glaube, gerade auch jetzt durch die Pandemie, um vielleicht doch noch mal etwas aktueller zu werden, ist jedem klar geworden, wie wichtig Digitalisierung ist. Und besonders für das Erreichen von jungen Zielgruppen ist es essentiell. Viele setzen EC-Kartenzahlung oder auch andere Zahlungsmöglichkeiten wie Mobile Payment einfach voraus, was leider in vielen Kinos bislang nicht möglich war. Zudem ist uns leider auch aufgefallen, dass oft die Online-Buchung oder Reservierung nicht möglich war, dass wir Fehleranzeigen bekommen haben, was ebenfalls sehr schade ist. Und der letzte Punkt ist meiner Meinung nach auch irgendwie eine Geschmackssache, aber einige äußerten, dass sie das Design der Webseiten weder zeitgemäß noch übersichtlich finden. Da scheint auch noch Optimierungspotenzial zu sein. Fakt ist, das Kino muss sich weiterentwickeln, weil es kann so viel mehr sein. Und ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung auch trotzdem das Kino liebt. Und eigentlich gehen wir ja auch alle gerne ins Kino, nur arbeiten möchten wir dann nicht gerne. Aber ich glaube, das kann sich auch so schnell ändern, wenn man mit einer richtigen Marketingstrategie einfach das Besondere dieser Branche betont. Und ja, ich glaube, gleichzeitig ist es auch super wichtig, dass die Branche noch näher zusammenrückt und einfach gemeinsam am selben Ziel arbeitet. Aber ich sehe da auf jeden Fall sehr großes Potenzial. Und damit bin ich auch schon am Ende angekommen und danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, das kann auch ich immer. Danke, Johanna von Esdorf, für diesen wirklich schonungslosen Beitrag. Ich meine, das ist nie schön, sich den Spiegel vorhalten zu lassen, aber vielleicht kann das auch mal sensibilisierend für ein Thema, was wir vielleicht auch noch nicht ganz, ich sag mal so, da ist noch Luft nach oben. Und wir haben ja ganz viele Aspekte gehört. Das eine ist Ausbildung, das andere ist das Image, wenn ich im Kino arbeiten möchte. Und da finde ich es natürlich ganz spannend. Julia, wie ist es bei dir gewesen? Du kommst aus einer Kinofamilie. Wie bist du, war das für dich von Anfang an klar? Wie bist du da reingerutscht? Und was sagst du zu dem Bild, was hier gerade aufgemacht worden ist? Also ich bin ja jetzt Kinobetreiberin in der vierten Generation schon. Das heißt, der Weg, wie ich zu diesem Beruf kam oder von diesem Beruf erfahren habe, ist ziemlich klar. Ich habe aber auch noch mal einen Ausflug gemacht, habe neue Medien studiert in Stuttgart, habe auch noch eine Weile lang in dem Beruf gearbeitet, habe Web- und Game Design gemacht, um dann aber zu merken, ich will doch einfach wieder zurück nach Hause sozusagen. Genau, habe dann den RMC-Kurs gemacht, um dann jetzt seit 2 Jahren wieder ganz im Kino zu arbeiten, nachdem ich da jeden Job einmal durchlaufen habe. Und ja, ich kann sehr, sehr, sehr viele Punkte von der Präsentation gut verstehen. Da haben wir auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben. Jetzt haben wir natürlich persönlich einfach das Glück, dass sehr viele Leute einfach beim Kinobesuch sich den Zettel mitnehmen für die Minijobber. Das heißt, so viele Stellen haben wir bislang gar nicht suchen müssen. Kann aber eben verstehen, dass wenn man einfach außenstehend ist, super Schwierigkeiten dann damit hat, überhaupt an Kino als Job zu denken. Also ja, da können wir uns auf jeden Fall noch lange weiter drüber unterhalten. Vielen Dank. Dann bin ich ja jetzt gespannt, was Vincent sagt, weil Vincent kommt, glaube ich, nicht aus einer Kinofamilie, ist in Bonn, also ein bisschen eine größere Stadt als Backnern, würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Erstens, wie bist du denn da reingekommen und wie siehst du das Bild des Kinos und wie ist es bei euch? Ist es für euch schwierig? Wie ist das Image?
Also ich bin tatsächlich nicht aus einer Kinofamilie. Ich bin während meines Studiums ins Kino gekommen und habe auch ganz klassisch als Kartenabreißer angefangen, habe dann verschiedene Stationen durchgemacht, vom Filmvorführer über die Theaterleitung, irgendwann dann Mitgesellschafter und bin jetzt seit Oktober 2020 trotz der Pandemie ins Risiko gegangen und bin jetzt hier geschäftsführender Gesellschafter, einer von geschäftsführenden Gesellschaftern hier im Laden. Ich muss sagen, das Bild, was Johanna gezeichnet hat, ist natürlich ein bisschen erschreckend für uns. Ich glaube aber, sagen zu können, dass man das nicht pauschal für jedes Kino sagen kann oder für alle Orte sagen kann. Wie du gerade sagtest, Christine, ist es bei uns in Bonn ein bisschen anders. Wir sind eine große Stadt. Wir haben viele Studenten bei uns und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass wir ein sehr beliebter Ort sind für einen Nebenjob. Ob das auch dafür gilt für einen richtigen Beruf, ist dann natürlich eine ganz andere Frage. Aber wir können uns in der Regel vor Bewerbung nicht retten. Und ich glaube, das Image, was wir haben, führt auch dazu, dass wir ein sehr beliebter Ort sind. Und ich glaube, da werden wir gleich noch drauf kommen. Aber in Gänze kann man, glaube ich, sagen, dass die Kinos tatsächlich auch an ihrem Image arbeiten müssen, um auch als attraktiver Arbeitsort gesehen zu werden. Und das ist, glaube ich, unsere zukünftige Aufgabe. Vielen Dank. Bettina, die Frage ist ja, es wird ganz viel ausgebildet, aber Kinobetreiber gibt es noch nicht mal ein Berufsbild, wenn ich das richtig sehe. Wie ist das bei euch an der Hochschule? Bildet ihr Kinobetreiber aus? Kann ich ganz klar dir beantworten, Christine, nein. Es gibt allerdings hin und wieder auch Alumni, Alumne, die sich dann dem Kino nach einer Ausbildung an der HFF München zuwenden. Und da schließt sich aber sozusagen der Kreis der Gespräche, die wir gerade gehört haben. Das sind fast ausschließlich Persönlichkeiten, die aus einer sogenannten Kinofamilie kommen, die dann mal ausprobieren möchten, ob sie vielleicht auch in der Produktion oder auch Regie oder Drehbuch, also ja eher so die klassischen Ausbildungsbereiche, die wir abdenken, Kamera und vieles mehr, ob da sozusagen auch noch eine Vertiefung oder eine Erweiterung für sie interessant ist. Aber eben meistens gehen sie dann tatsächlich wieder nach Hause, wie das Julia Eppler eben so schön formuliert hat, vorausgesetzt. Das Kino der Familie hat sich schon weiterentwickelt und hat auch eine Zukunft. Und ich glaube, das ist das Spannende, über was wir ja heute sprechen. Wie stellen wir uns die Zukunft des Kinos vor? Da sind ja ganz viele Aspekte zu bedenken. Das eine ist der Ort, über den wir gesprochen haben. Das andere, da habt ihr ja, Christine, gestern auch schon ganz viel diskutiert, ist sozusagen die Zukunft des Spielfilms, die Inhalte, Deutschland national betrachtet, europäisch betrachtet oder auch international betrachtet. Welchen Stellenwert hat der sogenannte Spielfilm in dem Ort des Kinos? Und dann kommt natürlich aber auch ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt hinzu. Das hat etwas mit unserer kulturellen Vermittlung zu tun. Kino ist ja beides, sozusagen ein kulturelles Angebot, ein wirtschaftliches Angebot. Aber wenn wir über den kulturellen Stellenwert sprechen, dann fängt das ja ganz früh an, die Bedeutung von Kino in den Schulen, dann bei Jugendlichen, dann bei Studierenden oder in der Ausbildung. Ich fand, das war jetzt in der Keynote sehr schön. Eigentlich lieben wir ja das Kino, aber arbeiten wollen wir da nicht. Das ist sozusagen schon auch eine harte Aussage, finde ich. Aber wir müssen ja auch noch einen Schritt zurückgehen, vor allem dann auch nach der Pandemie und uns auch fragen, wie bringen wir auch junge Menschen dann tatsächlich wieder in den Kinoort? Sollten wir schon anfangen, dass jede Schule, auch wenn es Länderaufgabe ist, aber eigentlich wenigstens einen Raum hat, wo es auch eine Leinwand gibt, wo man Filme ansehen kann? Gehört das zu einer kulturellen Bildung bei uns in Deutschland dazu? Ja oder nein? Und um wieder an die HFF sozusagen zurückzukommen, wir haben hier das große Glück, dass bei dem Neubau, der vor 11 Jahren konzipiert wurde, von vornherein 3 Kinosäle in diese Hochschule hineingebaut worden sind. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich mit Film, mit Spielfilm, aber auch mit audiovisuellen Medien. Das Ganze
fließt ja auch immer stärker irgendwie ineinander. Und die Diskussion darüber, wie ist der Bedarf in Kinos nach sozusagen Zukunftsberufen, die wird ja schon länger geführt. Auch vor der Pandemie haben wir damit begonnen, sowohl mit Thomas Nägele, jetzt ja auch Christine mit dir sehr intensiv. Und die Offenheit, ich glaube nicht nur von der HFF, sondern auch sicherlich von Hochschulen für angewandte Wissenschaften, für Kommunikations- und Medienberufe an Universitäten, die ist sicherlich gegeben. Was wir aber brauchen, ist eine Bestandsaufnahme der Branche. Das heißt, den Bedarf. Wo sieht man zukünftig attraktive Berufe? Für mich gibt es da ein ganz sozusagen doch klassisches Feld, was ja auch immer stärker in den letzten Jahren besetzt wurde. Das ist das Stichwort Kulturmanagement. Kulturmanagement umfasst ja attraktivste Kulturberufe. Und wir haben das hier bei unserer Nachbarhochschule, der Hochschule für Musik und Theater in München. Das ist auch sehr erfolgreich und vereint unterschiedlichste Möglichkeiten, sozusagen mit Kultur auch in Orten zu arbeiten, als Veranstalter zu arbeiten, im Eventbereich zu arbeiten. Und wenn wir nun als HFF hier konkretere Bedarfe angeboten bekämen, wüssten, wo die Branche auch hin möchte, dann würden wir nicht an der HFF das Rad neu erfinden, ist ja auch immer eine Ressourcenfrage, sondern wir würden dann klug und Vorgespräche, dazu gibt es auch schon, mit unserer Musikhochschule genau an diesem Segment Kulturmanagement kooperieren wollen. Also die Bereitschaft bei uns ist da, aber ob der Bedarf so groß ist, dass sich dann auch der Aufwand so lohnt und wo geht auch sozusagen das Kino der Zukunft hin? Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Runden mehr, aber wir sind zumindest sehr dankbar, dass wir diese doch Ideen auch jetzt mal ein bisschen konkreter formulieren können. Vielen Dank, Bettina, für den kurzen Überblick. Ja, Bedarf. Björn, für mich ist natürlich jetzt mal interessant zu hören, das sind ja wahrscheinlich, wenn man auch andere Branchen anguckt, wahrscheinlich gibt es das auch irgendwo anders, oder? Ist es dir vertraut? Kennt ihr das? Was macht eigentlich, das muss ich jetzt mal so ganz sehr naiv, frage ich das und ein bisschen frech vielleicht auch, was macht das Bundesministerium an solchen Stellen? Wie geht ihr damit um? Und habt ihr das wirklich an anderen Stellen auch? Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung und ihr habt auch wirklich wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt, muss ich an dieser Stelle vielleicht einleitend kurz sagen. Sehr spannend, weil es ja wirklich gerade auch in der Pandemie ja sich doch zeigt, wo auch Krisenthemen sind. Und zwar solche, die wir ja vorher schon kannten und die jetzt so ein Stück weit auch zur, ja, negativ gesagt, zur Geltung gekommen sind. Dementsprechend wirklich ein wichtiger Ort hier auch der Auseinandersetzung. Vielleicht vom Globalen ins Konkrete kommend, ja, es gibt natürlich Beispiele. Wenn man das global betrachtet, ist es so, dass bis 2040 etwa 5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden und 3,6 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Und wenn man jetzt den demografischen Wandel, und der ist jetzt hier auch für das Kino nicht ganz unwichtig, mal abzieht, also die Boomer gehen in Rente, ja, dann haben wir 1,7 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren, die einfach aufgrund des demografischen Wandels verschwinden werden. Wenn man das jetzt mal so ganz grobschlächtig hochrechnet, dann sind das pro Jahr 400.000 Arbeitsplätze plus oder 350.000 Arbeitsplätze plus und 350.000 minus. Das ist eine gigantische Transformation, die wir in der Geschichte der Bundesrepublik so noch nie hatten. Und das bedingt natürlich, dass sich Arbeitgeber auch oder das Unternehmen insgesamt sich aufstellen müssen für einen Kampf um Fachkräfte. Und dazu kommt, dass wir eine Gleichzeitigkeit erleben werden zwischen einem Fachkräfteüberschuss in Bereichen, wo wir viele Fachkräfte haben, die so nicht mehr gebraucht werden. Das Beispiel Automobilbranche ist da sicherlich eines der sehr, sehr prominent, aber Einzelhandel könnte ich auch nennen. Und auf der anderen Seite einen hohen Fachkräftebedarf, wo man diesen nicht decken kann. Und jetzt ist die Frage, was will das Kino? Das hat Bettina schon richtigerweise artikuliert. Ist die Zukunft des Kinos das, was derzeit ist? Also Leinwand, Popcorn, ich spitze jetzt negativ, ja, Leinwand, Popcorn und Film. Oder ist das die Zukunft des Kinos, und ich weiß schon, dass das heute schon viel mehr ist, ich will nur das immer einmal etwas grobschlächtig darstellen,
Oder ist die Zukunft des Kinos doch eine 360-Grad-Betrachtung? Also auch als mehr als Kulturort, als Eventort, als vielleicht sogar gastronomischer Ort, als Ort der intellektuellen Auseinandersetzung. Und was bedingt das dann an Fachkräften? Also ist alles das, was im Kino ist, mit Nebenjob und Minijob leistbar? Oder braucht man in bestimmten Bereichen dann doch Fachkräfte, Fachkräfte der Digitalisierung, Fachkräfte des Managements, des Kulturmanagements und der entsprechenden Ausbildungs- oder Berufsgänge, die dahinter liegen? Diese Entscheidung kann nicht das BMAS treffen, sondern das muss das Kino selbst treffen ein Stück weit. Ich habe nur eine Vermutung, weil ich aus anderen Branchen, insbesondere auch der Filmbranche insgesamt, da sehr genau hingeguckt habe, dass die Biografien, die jetzt hier Vincent und Julia beschrieben haben, die ja im Film ganz oft vorkommen. Man ist da so reingerutscht, entweder familiär oder über ein Praktikum, und man fand das ganz toll, mal mit Til Schweiger irgendwie begegnet zu sein oder ähnliches. Und dann hat man sozusagen die Attraktivität dieser Filmbranche auch verstanden. Das alleine, glaube ich, wird nicht ausreichen, um den Fachkräftebedarf der Zukunft zu decken, sondern man muss sich Gedanken über die Frage von Qualifizierung, von Aufstiegsperspektiven und auch von sicheren Jobs machen. Und dass das immer auch eine Preisfrage ist, mir auch klar, dass das auch keine einfache Aufgabe ist, aber wenn man, glaube ich, das Kino weiterentwickeln will, ist auch die Frage, wie man Beschäftigung weiterentwickelt, eine ganz entscheidende Frage. Letzter Punkt, wir haben dazu jetzt ein Beispiel auch gestartet. Wir machen Weiterbildungsverbünde, also wir haben Menschen aus der Filmbranche zusammengebracht, Unternehmen, Produktionsunternehmen, gemeinsam mit der Filmhochschule in Babelsberg, Filmuniversität in Babelsberg, und die jetzt einen Weiterbildungsverbund machen für den Bereich Bewegtbildbranche. Und das ist vielleicht so ein Ansatz, wo wir einfach auch überlegen müssen, wie können die vielen Kleinen, die es ja gerade im Kino auch sind, wie können die sich zusammentun, um diese Aufgabe, die ich beschrieben habe, gemeinsam zu meistern? Wow, vielen Dank. Also auch für den Überblick, auch was die Zahlen angeht. Das war mir ehrlich gesagt noch gar nicht so bewusst. Vincent, was sagst du dazu? Wenn wir über Bedarf reden und das, was gerade Björn auch noch mal gesagt hat, wo will das Kino eigentlich hin? Also ich habe natürlich eine Vorstellung davon, wo das Kino hin will, und zwar ganz weit nach vorne, und will sich nicht nur neu erfinden, sondern auch die Tradition weiterführen. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es ja jetzt schon so, dass das Berufsbild des Kinobetreibers wahnsinnig vielfältig ist. Und da glaube ich, wie siehst du das? Da ist ziemlich viel Luft, oder? Und da ist ganz viel eigentlich, was man machen kann. Ja, absolut. Der Beruf eines Kinobetreibers oder generell Leute, die im Kino arbeiten, haben vielfältige Aufgaben. Also man ist als Kinobetreiber, ist man Hausmeister, man ist Kaufmann, man ist Eventmanager, man hat mit Buchhaltung und all diesen Dingen zu tun. Das sind ganz viele Dinge. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment etwas weit hergeholt ist, mit der Landwirtschaft. Wenn man, und da hat man auch sehr viele Familien, wo einfach das Kind den Hof der Eltern übernimmt und den weiter betreibt. Nur hat man da scheinbar auch in den letzten Jahren gesehen, dass den Menschen das nicht unbedingt reicht und sie da auch Aus- und Weiterbildung machen wollen und sich genau damit beschäftigen wollen, was man denn da macht. Also ich sehe es hier in Bonn, gibt es ganz viele Studenten der Agrarwissenschaften, die sich damit beschäftigen, mit diesem Thema. Das sind nicht nur Leute mittlerweile, die den heimischen Hof übernehmen wollen, sondern auch von außen, weil dieser Beruf mittlerweile auch viel attraktiver geworden ist und viel vielseitiger geworden ist. Und ich denke, wir im Kino müssen auch vielseitiger werden und müssen uns viel mehr darüber bewusst sein, was wir sind. Wir sind nämlich oft der einzige Kulturort, den gewisse Ortschaften haben. Gerade wenn ich zum Beispiel in den Osten der Republik schaue, wo viele Orte sind, die außer einem Kino keinen anderen Kulturort haben. Und das ist ein niederschwelliger Kulturort, der sehr viel mit den Menschen machen kann. Und es ist vor allen Dingen ein Ort, wo auch wo drauf geachtet wird, was mit Medien passiert, zum Beispiel. Insofern sind wir Kinobetreiber ja auch eine Form von Medienpädagogen. Also man sieht, es ist ein ganz vielfältiger Bereich,
Und je attraktiver wir unsere Kinos selber machen, umso attraktiver machen wir auch den Job. Wenn die Leute sehen, dass man bei uns, zum Beispiel im Boki, wir haben verschiedene Leute hervorgebracht, sogar einen Oscar-Gewinner mit Dustin Lohse, der den Studenten-Oscar gewonnen hat, weil er mal hier bei uns gearbeitet hat und sich dann weitergebildet hat und weitergegangen ist. Oder wir haben verschiedene andere Leute, die Cutter oder Kameramänner geworden sind oder Kamerafrauen geworden sind. Also man kann sehr viel im Kino lernen und darüber muss man sich bewusst werden. Und an solchen Sachen müssen wir arbeiten und da brauchen wir aber vor allen Dingen anständige Weiterbildung und wir brauchen anerkannte Ausbildungsberufe im Kinobereich. Und das ist unsere Aufgabe für die Zukunft, dass man auch wirklich am Ende, so wie Johanna das gesagt hat, ein Zertifikat hat, was man einem neuen Arbeitgeber vorlegen kann und zeigen kann, was man denn alles gemacht hat. Ich habe sofort gesehen, dass Bettina nickte sofort, als es auch um Zertifikat ging. Bettina, ich weiß, wir haben ja nun schon, und du hast auch mit meinem Vorgänger schon gesprochen, dass man tatsächlich überlegen könnte, also da reden wir jetzt mal über Ausbildung und über Berufsbild und noch nicht über Weiterbildung. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen sehr klar, also schärfen, das Bild. Das heißt, es gibt, wenn man mal drüber nachdenkt, was könnte man alles tun? Ja, Bedarf, habe ich verstanden. Der Bedarf muss auch erstmal ausgearbeitet werden. Aber trotzdem muss man schon den nächsten Schritt gehen können. Das heißt, man könnte tatsächlich überlegen, da eine Zusammenarbeit zu machen. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Ja, das war ja sozusagen das Angebot, was die HFF auf den Tisch gelegt hat. Ich finde aber auch diesen Weiterbildungsgedanken, den Björn skizziert hat, jetzt an der Filmuniversität Babelsberg mit anderen Akteurinnen und Akteuren noch äußerst spannend. Für uns war das jetzt nur deshalb nicht prioritär an der HFF, weil wir eben auch andere Aufgaben wie VFX als Studienschwerpunkt zu installieren oder Produktionsmanagement mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ansbach, die macht das federführend und wir sind ein kleiner Partner. Das heißt, es gibt ja auch noch andere Bereiche in der Film- und Medien, im Film- und Medienbereich, die einfach nach neuen Ausbildungswegen rufen. Und wir werden ja dann aktiv, wenn wir tatsächlich auch wissen, für welchen Bedarf wollen wir ausbilden und wie genau sehen dann auch diese Berufe und deren Perspektiven aus. Denn jede neue Ausbildung kostet Geld. Und um die Politik zu überzeugen, dass die HFF mit der Hochschule für Musik und Theater, dass man hier in München starten soll, brauche ich ein sehr, sehr überzeugendes Konzept, und zwar ein tragfähiges für die Zukunft, was aktuell den Bestand analysiert, was aber auch zumindest eine Prognose für die nächsten Jahre erstellt. Denn wenn Studierende hier anfangen, dann sind sie ein paar Jahre hier, dann gehen sie ja erst in die Branche und auf den Markt. Also müssen wir immer auch ein Stück weiterdenken und uns überlegen, wie entwickelt sich etwas? Wohin entlassen wir sie also dann? In welche konkreten Berufe? Und gleichzeitig finde ich halt die Diskussion mit der Kinobranche so spannend. Was ist denn Ihre Vision? Gibt es eine, gibt es mehrere? Das ist ja auch eine Frage der Städteplanung, es ist eine Frage der Planung in den Regionen. Sicherlich werden es immer gut geführte Familienunternehmen auch bleiben, die wird es geben. Die haben vielleicht einen anderen Bedarf als nun tatsächlich Kulturinstitutionen, die viel mehr verbinden wollen, auch ein ganz anderes Angebot machen. Das, was ich nach wie vor beim Kino so liebe, und ich komme ja aus einem kleinen Taunusort, ich erzähle die Geschichte immer wieder gern, weil es dort eben einen Familienbetrieb, den gibt es bis heute in Friedrichsdorf-Köppern, die ein Kino betreiben. Und das war für uns dann selbstverständlich, dass wir eben von Kindheit an Kino als einen ganz besonderen Ort erlebt haben. Aber nicht nur, was die Magie der Filme angeht, sondern auch ein Gesprächsort, wo man zusammenkam, wo man auch Gäste einladen konnte, wo die Schule mal eine Veranstaltung machen konnte. Also Kino ist ja letztendlich so viel mehr. Wir müssen auch mit Architekten zusammen die Räume mal neu denken. Was heißt das denn auch von einem Raumnutzungskonzept her, heute in der digitalen Welt, wo so viel mehr möglich ist? Und die Themenvielfalt, die doch das Kino vereint, ist eine, die letztendlich fast jede Facette unserer gesellschaftlich-sozialen
aber auch wissenschaftlichen Entwicklungen abdecken kann. Und gerade auch das Spannungsfeld, wir hatten ja hier gerade das internationale Dokumentarfilmfest, leider in dem Fall nur digital möglich. Hier in München strahlte aber dadurch, dass es digital war, natürlich auch überall nach Deutschland aus. Alle konnten die Filme sehen. Was im Dokumentarischen alleine von der Biologie her möglich ist, wenn ich dann Wissenschaftler einlade, ein Symposium mache, das ist sozusagen jetzt ein anspruchsvolles Thema. Und das kann ich mir aber genauso mit Musik und Lesungen und Slams irgendwie für ein ganzes Weekend vorstellen. Ich weiß, das gibt es. Da erfinden wir jetzt auch nicht das Rad neu. Aber ich glaube, es muss eine verlässliche Form der Angebote geben nach der Pandemie, wo man wirklich weiß, für welche Schwerpunkte, inhaltliche Schwerpunkte steht denn das Kino bei mir um die Ecke, das, was für mich erreichbar ist. Und wie finde ich die Angebote, Social Media wurde ja auch schon genannt, eben in einer Kontinuität, in einer Verlässlichkeit und wie wächst das auch mit den Weiterentwicklungen hier bei uns, sowohl im regionalen als auch im nationalen, als auch im europäischen Kontext. Und das sind ungemein, finde ich, spannende Fragen und ich glaube, da hat die HDF, da hast du, Christine, mit deinem Team echt richtig viel zu tun. Aber es ist vielleicht der letzte Gedanke, wir sind da als Hochschule, als Institution ja wirklich nur so ein bisschen ein kleines Rad, Impulsgeber und wenn man wie ich das Kino so liebe, dann kommt her und dann machen wir immer irgendwas und werden auch was auf den Weg bringen. Viel wichtiger ist aber tatsächlich, dass man diese Überzeugungsarbeit in die Politik hineinträgt und auch die unterschiedlichen Schwerpunkte der Politik für die Möglichkeiten, die da drin versammelt sind, auch gemeinsam begeistert. Weil ein Akteur wie jetzt Björn, der ist es schon, aber sehr viele andere haben das Gefühl, da ist kein Potenzial drin. Das ist eigentlich eher die Tradition und das Veraltete. Und da muss auch wirklich ein Schalter umgelegt werden, weil wir sind doch diejenigen und vor allem auch die Kinobetreiber, die einfach die Lust auf diese Zukunftskino auch vermitteln müssen. Wow, ich merke, das Thema wird gerade immer größer und aus meiner Sicht immer spannender. Julia, wenn das, was eben Bettina skizziert hat, wie sieht sozusagen der Kinobetrieb der Zukunft aus? Also ich gehe jetzt mal kurz wirklich auf euren Betrieb. Wir kommen vielleicht gleich noch mal ganz kurz auf die weißen Flecken, weil das eine ist ja, es gibt einen Betrieb und der wird übernommen, aber es gibt ja auch noch ganz viele weiße Flecken. Das schiebe ich mal ganz kurz zur Seite. Habt ihr eine Vision? Findest du dich da wieder? Hast du sofort Antworten auf alles das, was Bettina zum Beispiel jetzt auch fragt? Weil das sind natürlich dann auch Basics, die man nutzen kann, um auch an die Politik ranzugehen und zu sagen, wir wollen hier was schaffen. Wir wollen sozusagen auch, was gerade den Arbeitsplatz Kino angeht, nach vorne bringen. Also ich glaube, sofort Antworten auf alles zu haben, ist ein bisschen utopisch immer, sonst würde auch irgendwie bedeuten, man hat sich keine richtigen Gedanken darüber gemacht. Aber ich sehe das schon auch irgendwie so, dass wir als Ort Kino, das hat sich so, so stark verändert, jetzt die letzten Jahre schon. Es ist nicht nur, wir haben jetzt hier 3-4 Filme, die wir zeigen und die Besucher kommen oder kommen nicht. Also so ist es ja überhaupt nicht mehr. Wir haben ja so wahnsinnig viele unterschiedliche Veranstaltungen. Jede davon ist toll. Also wir haben auch immer diese, wir haben Gäste zu den passenden Filmen da. Wir haben, mittlerweile sind wir jetzt auch der Standort für die Jugendfilmjury. Das heißt, wir machen sehr viel Jugendarbeit. Wir machen Musik im Kino, wir machen Musik mit Open Air. Also es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Kultur im Kino zu vereinen und mit Kino zu vereinen, dass das hier auf jeden Fall den Rahmen sprengen würde, über jede der einzelnen Möglichkeiten zu sprechen. Und da sehe ich auch wahnsinnig viel Potenzial für die Zukunft, dass eben nicht nur alles zu Hause stattfindet. Ich glaube, das hat uns das letzte Jahr wirklich gezeigt, dass wenn uns eins auf den Keks geht, dann unser eigenes Sofa zurzeit. Und deswegen sind wir der Ort, wo man wahnsinnig viel Unterschiedliches erleben kann und das alles in einem einzigen Monat. Also ja. Da kommt auch gleich eine Frage rein, die würde ich sofort reinschleusen und sofort an nochmal Julia und auch an Vincent geben, weil es wird sofort gefragt, welche Kinobetriebe bilden eigentlich aus? Also vor Ort, gibt es welche und welche Qualifikationen oder welche Art der Ausbildung haben Sie eigentlich? Julia, bildet ihr aus?
Wir haben auch schon einmal ausgebildet. Das war natürlich, kommt immer darauf an, wie ist gerade die Zeit strukturiert, welchen Bedarf an Mitarbeiter haben wir gerade. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass unsere Festangestellten natürlich sehr in der Unterzahl sind, wenn wir mal so sagen können. Das heißt, ja, wir haben auch schon mal ausgebildet in unserem Bereich. Da muss man aber natürlich ja auch dafür zertifiziert sein. Also jeder, der Ausbilder sein möchte, muss da ja erstmal eine Berechtigung dafür haben. Das hat auf jeden Fall nicht jeder Betrieb. Es gibt auf jeden Fall auch eben die Möglichkeit, die Mitarbeiter dann zu RMC weiterzuschicken und da mehr Einblick geben zu lassen. Aber wir haben jetzt persönlich das nicht sehr häufig gemacht. Aber vielleicht ist Vincent mit der größeren Stadt da eventuell anders. Ja, wir haben es tatsächlich auch nicht so häufig gemacht, denn das Problem ist tatsächlich, in welchem Bereich bildet man aus? Und da gibt es natürlich verschiedene Bereiche, in die man gehen kann. Wir hatten mal einen Auszubildenden für audiovisuelle Medien. Aber das Problem ist tatsächlich, genau zu umreißen, was man im Kino macht. Und das ist eine schwierige Sache, die aber immens wichtig ist, auch für die Zukunft. Denn nur wenn man versteht, auch was im Kino alles passiert und sämtliche Prozesse durchläuft, von der Produktion bis hin zum Verleih, versteht man auch seine Arbeit. Und dann kann man auch in der Zukunft ganz anders arbeiten und kann den Ort Kino umso attraktiver machen. Also deswegen, wir beschäftigen uns gerade auch wieder mit dem Thema, um uns zu überlegen, in welchem Bereich wir denn ausbilden könnten, was wir für Kräfte an uns binden können. Also ich habe gerade schon Medienpädagogik angesprochen, ein wichtiger Bereich, der auch immer mehr in die Schulen geht, weil man feststellt, dass Medien einfach ungebremst konsumiert werden, auch zu Hause, gerade in der Pandemie. Wie viele Kinder sind jetzt von ihrem Tablet, Handy oder dem Fernseher erzogen worden? Und da ist es wichtig, dass man Orte hat wie das Kino, wo auf eine FSK geachtet wird, wo man sich sicher sein kann, dass da jemand ist, der kontrolliert, welche Kinder in die Filme gehen. Und das sind alles Sachen, die sind wichtig. Und insofern wäre es auch wichtig, in diesen Bereichen auch im Kino auszubilden, um ein umfassendes Bild vom Bereich Medien zu haben und da dann gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Und da muss ich auch nochmal sagen, da wäre es auch wichtig, wenn auch wir Kinos viel mehr mit dem Verleih zusammenarbeiten und uns da gegenseitig austauschen, um den Ort Kino auch für den Verleih attraktiver zu machen, indem wir hier Fachkräfte ausbilden, die sich alle umfassend mit vielen Sachen auskennen. Denn so wie ich das vorhin mit der Landwirtschaft gesagt habe, ist es ja auch so, dass je mehr man über seinen Bereich weiß, umso besser kann man auch werden und umso besser und zukunftssicherer kann man agieren. Und das ist eine Aufgabe, die wir, glaube ich, in unserer ganzen Branche brauchen, um gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Landwirtschaft, ein spannendes Thema. Ich habe da übrigens gegoogelt, weil du es neulich schon sagtest. Und es ist interessant, wenn man mal eingibt bei Google Ausbildung Landwirtschaft, dann bekommt man ungefähr 10 Seiten, welche Möglichkeiten es gibt, welche verschiedenen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie das ist, wenn man Kinobetreiber googelt. Aber das lasse ich mal so stehen. Also ich würde mal ein ganz kurzes Zwischenfazit ziehen. Also wir sind uns, glaube ich, sehr einig. Das Image, das Berufsbild Kinobetreiber könnte entstaubt werden. Ich nenne es jetzt mal so. Wir sind uns einig, es gibt keine Ausbildungsmöglichkeiten. Entweder an Hochschulen oder anscheinend auch sehr, sehr wenig im Kinobetrieb selber gibt es relativ wenig. Dazu kommt, das haben wir bis jetzt noch gar nicht beleuchtet, Björn kennt das sehr gut, noch von seiner Zeit, du bist ja immer noch bei der FFA, aber es gibt ja auch die blinden Flecken. Mit blinden Flecken haben wir bei der FFA im Madid Regionen gemeint, wo wirklich kein Kino mehr vorhanden ist, wo auch jemand vielleicht seinen ganzen Mut zusammennehmen muss und sein Fachwissen, um dann tatsächlich neues Kino entstehen zu lassen. Das passiert immer wieder, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich denke auch, ja, und für die Politik, weil natürlich gerade an diesen Stellen gibt es gar keine Kultur mehr. Bettina hat es ja auch schon angesprochen und Vincent. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Kultur auch in der Fläche haben. Und da ist natürlich Kino eins der niedrigschwelligsten Kulturmöglichkeiten. Also, das heißt, wir haben jetzt so einen breiten Teppich.
Und da frage ich natürlich gleich mal, wenn wir uns jetzt ranmachen, über Berufsbilder uns Gedanken machen, über Visionen, was kann die Politik denn für uns tun? Inwieweit könnt ihr an unserer Seite stehen? Ich weiß, Björn, diese Frage hörst du immer, aber jetzt hole ich dich natürlich ran und frage mich, was kannst du für uns machen? Wie kannst du uns zur Seite stehen, wenn wir uns diesem Thema wirklich jetzt widmen? Na, ich finde, das ist schon eigentlich von dir ganz gut beschrieben worden und ich verbinde das mal mit dem, was Bettina gesagt hat. Ich finde, dass man die Frage der Berufsfeldentwicklung, so heißt es dann ja immer, im Bereich Kino jetzt nicht nur betrachten kann im Sinne von dessen, was ist eigentlich der Fachkräftebedarf und wie decke ich den jetzt und da mache ich jetzt einen Ausbildungsgang, sondern es ist auch ein Stück weit Vorsorge für die kulturelle Infrastruktur. Und es ist natürlich schon klar, dass jemand, der eine ordentliche Ausbildung im Kinobereich hat oder wir sind ja sehr zertifikatsorientiert in Deutschland, ja, oder zumindest ein Zeugnis für Dinge bekommen hat, die er gemacht hat und die dann vielleicht anerkannt worden sind durch Weiterbildungsinstitutionen oder eben durch Hochschulen, dass das auch eine Vorsorge ist für die Frage, ob wir weiße Flecken bekämpfen oder verhindern. Insofern sehe ich da durchaus schon auch eine politische Aufgabe mit drin, ob das jetzt der Bund oder die Länder oder alle zusammen sind, sei mal dahingestellt. Was können wir als Arbeitsministerium machen, weil wir ja selbst nicht für die Berufsbildung zuständig sind? Aber ich will zwei Dinge erwähnen, die da aus meiner Sicht ganz hilfreich sein können. Das erste, es gibt ja schon in ganz vielen anderen Branchen Ausbildungsverbände. Und das ist meist sind meist viele Unternehmen, die sich zusammentun, die genau das Problem haben, was Julia beschrieben hat, nämlich dass sie selbst kaum in der Lage sind, eine ordentliche Ausbildung für 2-3 Jahre zu machen, weil sie einfach zu klein sind. Aber mit mehreren zusammen und mehreren Stationen, die dann verabredet werden, ist das natürlich dann schon möglich. Und dann wird oftmals mit einer Berufsschule oder einer Fachhochschule kooperiert, um diese Ausbildungsleistung zu stemmen. Was bedeutet, und das rate ich auch nur, dass man ein Stück weit schon einen Ausbildungsgang und einen Berufsgang Kino entwickelt. Und das Zweite ist, das setzt an der zweiten Schwelle an. Ich habe dieses Beispiel des Weiterbildungsverbundes bei der Filmuni erwähnt. Weil wir so viel Learning by Doing im Kinobereich haben, und zwar Learning by Doing im Sinne von lange da und viel gelernt, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass man das versucht, ein bisschen strukturierter zu zertifizieren, was man da gemacht hat. Das ist dann eine Aufgabe, die wir unterstützen können mit der Bundesagentur für Arbeit. Wir können Weiterbildung finanzieren. Wir können sogar mit dem Qualifizierungschancengesetz, wir können sogar die Auszeiten von da, die sozusagen für die Weiterbildung in Anspruch genommen werden, finanzieren. Das heißt, jemand, der sagt, ich will jetzt nicht mal 2 Tage mir den neuen Projektor angucken, sondern ich will jetzt einfach für 4-5 Monate mich in bestimmten Bereichen zu einem Eventmanager oder ähnlichen fortbilden oder vielleicht sogar eine Umschulung machen, dann können wir das finanzieren und wir finanzieren den Unternehmen nicht nur die Kosten dieser Weiterbildungsmaßnahme, sondern sogar auch die Auszeiten. Weil natürlich jemand, der nicht da ist, kostet ja irgendwie auch mittelbar, ne? Deswegen ist das, glaube ich, schon auch ein gutes Angebot. Da, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, ein regionales Ökosystem von Aus- und Weiterbildung mit verschiedenen Trägern, die man verbindet, und einer entsprechenden Finanzierung mit der Bundesagentur für Arbeit, dann ist, glaube ich, schon eine ganze Menge, kann schon eine ganze Menge gemacht werden. Wow, da sind ja richtig Perspektiven aufgemacht worden. Das klingt ja super. Ich habe auch gerade noch mal geschielt. Es kam nämlich noch eine Frage, dass es in Frankreich zum Beispiel eben diesen Studiengang Kino gibt. Da kann ich für diejenigen, die das gefragt hat, sagen, ja, das ist, war ja eben auch sozusagen ein bisschen das Anliegen von Bettina, also unsere Gespräche, Bettina, ne, dass man überlegt, kann man da einen Studiengang machen? Das ist das, was aber eben, glaube ich, auch Björn noch mal angesprochen hat. Das heißt, dass man tatsächlich auf mehreren Ebenen jetzt guckt, dass man etwas aufbaut, was uns dann auch den Nachwuchs eigentlich sichert. Ich muss jetzt mal, ich habe nämlich Frau von Estorf, ich habe sie nicht vergessen, ich fand es nur eben so spannend zu diskutieren. Jetzt hören Sie das alles. Jetzt haben Sie sich vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren so viel damit beschäftigt. Was sagen Sie zu unserer Diskussion und was sagen Sie dazu, was Sie alles angestoßen haben? Ich finde das super spannend, das einfach auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen.
Also der erste Kommentar nach meiner Präsentation war ja, dass man das nicht pauschalisieren kann. Und das sehe ich definitiv auch so. Also wir haben unsere Umfragen in Hamburg gemacht, einer großen Stadt mit vielen verschiedenen Kinoketten. Und ich denke, da ist das Bild wirklich nochmal ganz anders, weil ich komme vom Land und ich habe hier zwei Kleinstädte in der Nähe mit jeweils einem kleinen Kino. Und ich finde das jetzt auch nochmal ganz spannend, diese Perspektive, weil ich das Kino oder das Arbeiten im Kino auch immer ganz anders gesehen habe als meine Kommilitonen, eben weil ich aus einer Kleinstadt komme. Ich hätte es auch spannend, also ich habe mich selbst mal im Kino beworben tatsächlich. Und ich hätte es spannend gefunden, dort zu arbeiten. Ich wurde eigentlich auch genommen, aber dann kam halt ein anderer Job dazwischen. und deswegen denke ich halt auch, also in einer Großstadt ist das ganze Thema nochmal ein anderes. Ich finde es aber auch spannend, einfach so eine Debatte zu hören, wie ist es mit Ausbildungen? Und da hatten wir ja auch ein relativ großes Konzept gemacht mit Ausbildungen in einer Akademie, im dualen Studium. Und ja, als Außenstehender hat man ja gar keine Ahnung, was da überhaupt schon im Gespräch ist. Was gibt es überhaupt, dass es in Frankreich einen Studiengang gibt? Ich finde das total spannend, dass es halt, ja, das nochmal aus der inneren Perspektive jetzt zu hören. Ja, und es gibt, glaube ich, auch wirklich ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich weiß, mir hat zum Beispiel im Vorfeld auch ein Kinobetreiber geschrieben, der sehr engagiert ist und sagte, Mensch, warum gibt es nicht ein Kinoabitur? Also das ist ja das, was Sie auch ein bisschen anstoßen. Also jetzt kommen wir ja auch langsam zum Ende. Jetzt kommen plötzlich Fragen über Fragen ein. Wir kommen jetzt langsam zu, jetzt bin ich wirklich abgelenkt gewesen, weil noch eine Frage reinkam. Aber da ging es nochmal um den Weiterbildungsbereich RMC. Wie gesagt, den habe ich ja schon auch vorhin schon erwähnt. Ich glaube, was wir machen müssen wahrscheinlich, so verstehe ich jetzt alle, müssen das, was es schon gibt, was sehr gut läuft, das müssen wir nehmen. Wir müssen aber auch gucken, wo sind wirklich die Lücken. Einmal den Bedarf, das ist ja das, was Björn vorhin auch nochmal gesagt hat. Was ist der Bedarf? Was ist die Vision, Bettina? Ne? Und welche Möglichkeiten gibt es? Und anscheinend auch erstmal so ein bisschen das Ganze aufstellen. Und dann aber tatsächlich an die Politik rangehen, so würde ich es jetzt sehen, und schauen, was man machen kann. Und schon meldet sich Björn und schon nehme ich ihn ran. Ja, weil mir fiel gerade noch was ein, was vielleicht einfach da dem entgegenkommt. Wir haben mit der mit dem Maschinenbau und mit der Chemiebranche und sehr grobschlächtig auch mit der Medienwirtschaft, aber das war sehr schwierig, weil es ist ja so heterogen, die Truppe, ja, so einen sogenannten Kompetenzkompass erstellt. Also wir haben uns mal angeguckt, was ist der Ist-Stand an Qualifikationen, an Nachfrage, an notwendigen Know-how. Und was ist eigentlich in 10, 15 Jahren? Und wo steht da die Branche und an welche Qualifikationen werden unter Umständen dann nachgefragt? Und daraus dann abzuleiten, Fragen von Berufsfeldentwicklung, von Ausbildung, von Weiterbildungsnotwendigkeiten. Das haben wir, ich kann das auch gerne mal zur Verfügung stellen, steht auf der Homepage des BMAS, in einem Kompetenzkompass abgebildet. Und das gibt so ein bisschen Rat in die Richtung, wie eine Branche sich entwickeln kann. Und also ich hätte jetzt nicht wenig Lust, einfach als Angebot, das ein Stück weit auch mit der Kinobranche zu entwickeln, vielleicht als ein weiteres Beispiel, weil das, glaube ich, gut ist, weil es systematisch ist, ja, und dann auch ein Stück weit abbildet dessen, was die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber heute sehen und morgen machen wollen. Ich würde sagen, das Angebot nehmen wir sofort an. Da haben wir doch ein erstes. Alle nicken, ich sehe es, Vincent und Julia. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich würde gerne noch eine kleine Abschlussrunde machen, weil ich habe das Gefühl, wir kommen gerade so, ja, das Thema ist da. Das Thema scheint ein echtes Thema zu sein der Zukunft. Oder wie seht ihr das, Vincent? Das ist ein absolutes Thema der Zukunft. Wir haben so viele mannigfaltige Herausforderungen. Wir hatten gestern das Thema Streaming und so weiter. Und ich finde es wichtig, als Kinobetreiber zu wissen, was man macht, um dementsprechend auch in die Zukunft gucken zu können und sämtliche Bereiche abgebildet zu haben. Denn wie in vielen Bereichen ist es, Wissen bringt einen weiter. Und da müssen wir unbedingt hin. Und das ist eine Sache, wo wir gemeinsam alle zusammenarbeiten sollten,
um das hinzubringen, um auch zum Beispiel einem Kinosterben entgegenzuwirken, weil wenn irgendwo ein Betreiber aufhört, ist es nicht immer attraktiv für größere Ketten zum Beispiel oder auch für andere Kinobetreiber, dort wieder ein Kino aufzumachen und das zu übernehmen. Und um das zu verhindern und Kinos weiter zu halten, auch als Bildungs- und Kulturort und auch natürlich als Veranstaltungsort, das kann man ja alles schön miteinander kombinieren, wäre es wichtig, dass wir da weiter dran arbeiten. Vielen Dank. Julia, wie siehst du die Zukunft des Kinos? Also ich kann mich ja wie meistens eigentlich auch Vincent einfach anschließen. Ich bin einfach nur tief überzeugt davon, dass Kino noch ein Ding ist und ein Ding bleiben wird, weil allein schon gestern, ich würde jetzt gerne noch eine Lanze brechen und gleichzeitig ein Lob aussprechen, für den Tag gestern schon. Man saß einfach schon da, nur von dem Monitor, ohne irgendwie Menschen großartig zu sehen, und man hat irgendwie jede Emotion, die man als Mensch so haben kann, einmal durchlebt an diesem Tag. Wir haben irgendwie zusammen gelacht, wir haben uns zusammen aufgeregt, wir haben bei einem Trailer geweint, also welcher Job vereint das schon noch so großartig? Und da glaube ich einfach, dass wir durchaus in der Lage sind, noch mit der Zeit zu gehen und die Zukunft neu zu malen. Wow, da sieht man, welche Leidenschaft bei Kinobetreibern sind und wie toll dieser Job sein kann, Bettina. Und ich glaube, Bettina, wir beide haben jetzt eine, ich sage das einfach mal frech, eine Aufgabe, und schauen mal, dass wir Björn, für den, das habe ich jetzt, Kompetenzkompass jetzt mit an Bord haben, und schauen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, oder? Bettina lächelt, ja, und sie nickt. Genau, unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen darf, wie die Zeit jetzt ist, meine Liebe. Erstmal Dankeschön auch von meiner Seite an der Stelle, auch übrigens für den gestrigen Tag. Wir haben da auch hin und wieder mal reingeschaut, und ganz toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und Christine, großes Lob wirklich auch an dich. Vielleicht ein letzter Gedanke. Diese wunderbaren Möglichkeiten, die das Potenzial sozusagen der kreativen und kulturellen Wirtschaft, aber auch der Bildung und der Bedeutung unter dem Dach Kino vereinen kann, ist etwas, was uns hier für die Zukunft wirklich stärken könnte. Und wir haben diese Potenziale gerade auch aus diesen Berufszweigen oder vielleicht auch neu zu entwickelnden Berufen noch nicht in der Weise erkannt. Und wir sind an den Hochschulen, das soll vielleicht einfach zum Schluss auch noch mal Mut machen, aber jetzt auch ja schon viel weiter, die Kooperationen, nicht nur im kulturellen und künstlerischen Bereich, da liegen sie bei einer Kunsthochschule und Filmhochschule ganz nah beieinander, sondern eben auch mit der Technik, auch mit einer TU München oder der LMU. Das heißt, welche Kreativpotenziale haben wir, um wirklich uns auch alle für die Zukunft mit innovativen Modellen zu stärken und auch Perspektiven zu geben. Und da sind so viele Potenziale, du hast es vorhin gesagt, Christine, im Kinohaus, im Gebäudekino vorhanden. Und da will ich gerne mitwirken, sozusagen mit der HFF München, dass wir diese Potenziale zusammenheben und natürlich die Politik auch nachhaltig bewegen können, hier noch aktiver zu werden, als sie es vielleicht bis dahin war. Aber das lag teilweise, nochmal danke wirklich für die Keynote, auch am Image oder dass man bestimmte Dinge gar nicht sieht, wo das Potenzial für die Zukunft liegt. Also ich kann mich heute nur bedanken. Ich finde, es war ein ganz spannendes Panel. Ich glaube, wir haben uns haben den ersten Schritt gemacht. Ich freue mich, wenn wir Ihnen demnächst berichten können, was wir schon alles gemacht haben, weil alle die Sie jetzt heute gesehen haben, werde ich jetzt natürlich mit auf den Weg nehmen, und wir werden was erarbeiten und wieder zu Ihnen kommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Tag. Danke.